Guten Morgen. Krapper, Krapper. Der Papa. Kleine Pokémon. Kleine Pokémon-Fan. Zeig mal dein Pokémon-Shirt. Yay. Gangster. Yeah. Wo ist Pikachu? Katschu da unten da? Katschu, ne? Ja, komm. Ach, da hast du noch hier. Ah, jetzt zeigt der Pikachu. Zeig mal. Großer Pokémon-Fan. Wow. Super. Na gut, haben wir das? Auch mal gezeigt. So fein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hey, guten Morgen. Na, jo. Ding. Wir haben unsere Kinder gerade verlassen. Gerade. Wir haben unsere Kinder, nee, weil wir sie verlassen, deswegen heult die. Das ist unglaublich. Wir wollen nur was holen. Aber wir müssen halt auch mal, wir brauchen ein bisschen Zeit für uns. Ja, ich kann so lange Türwächter machen. Ich hab schon was Warmes zu trinken. Aber wir gehen jetzt ins Separé. Oh, so, verstehe ich schon. Mehr Info brauche ich, danke. Ich hab noch gute 15 Minuten, da drehe ich Dicke. Also, habt ihr schon einen Namen überlegt? Ja. Wir haben gestern schon drüber geredet. Wir sehen uns später, oder was? Wa? Was machst du denn eigentlich jetzt? Lässt du weg? Oder machst du jetzt auch? Nee, wir müssen ich muss tatsächlich holen. Von drüben was holen. Wir müssen hier was verschicken. Log R. Log R. Also schaffen wir mal aufgeschrieben, was wir alles brauchen. Brüste. Wir brauchen eine Sandmark. Ich bin aber auf, ey. So, also ich nehme aber mal an, die sind hier hochbezahlt, oder? Ich weiß nicht, ich habe dreimal TDK Super. Die hier? Super? Hier. Dann und die teuren, fünfmal TDK. Diese teuren, ja. Und dann habe ich nochmal Maxell. Achso, nee, dreimal TDK und fünfmal TDK. Und dann habe ich Kerzenständer. Plakat rausschicken. Nummer 161. Wenn ich so eine Garage hätte, so eine Oldtimer-Garage, mit so ein Ding da drin, würde mir schon sehr gefallen. Ein bisschen aufräumen. Das ist die Kasse. Die Kasse, die ist noch leer. Und haben sie Geld reintun, damit was drin ist. Hier bei meiner Kasse. Heute wird eigentlich ein guter Tag. Auf alle Fälle muss endlich mal ein Radverkauf. Das wäre mal was. Ich habe noch keinen Radverkauf dieses Jahr. Oder? Habe ich Radverkauf? Nee. 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 Ich. Ah. Einmal durchfliegen. Warte, bleib kurz um. Stopp gerade sicher. Ja, merkt schon. Einmal durchziehen. Eine Woche. So, wenn du dich abgedacht hast, darfst du ja noch runterkommen.
meinst schon die Topfaufsätze, dachte ich. Nein, viel zu groß. Viel zu groß. Das kann man durchschmeißen. Das muss ja schon fast reichen. Ne? Der ist 20 oder so. Ja. Das ist ja so. Dann, womit ihr seht, nehmen wir einen 5er offen. Hier. Kannst du haben. Ja. Kannst du komplett hinnehmen. Ungegessen wieder zurück. Ich hab. Davon habe ich ganz viele von den Sets. Achso. Ja, kannst du haben. Legst du dir da schon sogar auch, aber. Ich bin da nicht wieder in der Bude gewesen. Die muss auch irgendwann mal komplett leer gemacht werden. Ja, aber davon rein über 20 Pack. Oh, das ist gut, ja. Das freut doch. So, was sagtest du, soll ich mir den Schrauber holen? Ja, hier. So. Hm? Gucken, ob der voll ist. Drei Balken. Das ist doch fein, die Guti, danke. Für die volle Schleife da drauf. Schon um nichts passiert. Ich glaube, das ist ja nicht wahr. Viel zu teuer, die Reha. Hallöchen, ich wollte mal wissen, ob du so 26er Mountainbikes gleich hast und was du so gebraucht. Wollen wir da mal reingehen und durchgucken so ein bisschen? Könnt ihr gucken, da guckt er nicht wahrscheinlich nicht so weit. Muss er mal sehen. Der ist ja nur so optisch, mein Sohn, mal gucken, was er überhaupt erstmal so gefällt, wenn man sagen kann, mach dir die Mühe, hol es mal raus oder sowas. Ansonsten wäre es ja, mal gucken, immer so ein bisschen die Info. Wenn es für ihn ist, für ihn, ja? Ja. Da steht da hinten ein schöner GT. Das ist super groß, weil es hier ganz stark mit der Reise ist. Ja, aber GT ist halt. GT ist der Höhenbauer. Ja. Seite sind sie meist so und doppelt. Also bei 600, 500, 600. Bei Qualität halt, ne? Also bitte die Bilder, na klar, aber die haben wir nicht. Genau. Nicht den Ort finden. Nee, das ist soll er gut fahren, das soll er gut bequem sein. Also gut sichern ist natürlich das auch ohne Berlin. Ja, also, das ist klar. Aber das ist ja jetzt, also jeder ja nicht, ist ja manchmal viel für den Fahrrad. Aber es hat jetzt nicht die Voraussetzung für ihn jetzt raus, weil es halt auch schlecht fand. Also Berlin, da muss man natürlich sicher fahren. Am besten ist immer mit zwei Schlössern. Ja. Und ich selber benutze halt so eine Kette für mein Rad, wie sie hier. Das ist mein Teil, wo man macht, um zu zeigen, was sie hebt. Das sind so die Schlösser, die so für 10, 15 Euro hebt. Das kostet schon 30, das von Aarhus, das kostet hier 45. Ja.
Ja, wir haben 5 Luzi von Brauhaus und das ist hier die 150 Euro Version für ein Schloss. Ja. Von Kryptonite. Nee, also, ich bleib lieber nicht ein teures Fahrrad, dann kaufe ich es mir lieber mal. So bin ich ja, eigentlich, aber sorry. Also ein Fahrrad hat man ja eigentlich schon eine Weile. Deswegen, also ich gehe ja nicht davon aus, dass ich mir ein Fahrrad kaufe und mir klauen lasse. Die Option soll es ja nicht. Also die, ich versuche es ja schon, den Leuten so schwer wie möglich. Du musst ein bisschen mehr investieren in Sicherheit heutzutage auf jeden Fall. Ja. Ist gut, aber das ist ein ja, also das ist das Kind, ich will nicht genau euch aufs Aufschwatzen, weil das Ding werde ich sowieso mit Kusshand los. Dann darum geht es jetzt, geht das nur grundsätzlich um diese. Ja, ich wundere mich über diese Einstellung von den Leuten, da gucke ich mir lieber ein Bild und lass das lieber mal klauen oder so, und das ist nicht so schlimm, weil die Qualität ja dann irgendwo auf der Strecke bleibt. Ja. Also, man muss halt auch rollen und nicht nur Schmerzen bereiten. Ja, genau, die sind ja mal so schwer. Keiner weiß gar nicht, was GT ist. Naja. Tschüss, mach also viel Erfolg, ja. Ich spiele Hundehut. Ciao, ciao. Hui. Mann, die war ja voll angepisst, ey. Und nur die Erklärung hätte ich gerne mal gehabt dafür, warum nicht 350 Euro in Jute überhaupt ein Rad kaufen, ein GT oder so. Dann. Naja, also 150 gibt sie dann aus wahrscheinlich. Nee. Ja, für 150 kriegst du oder auch schon eins. Ist ja nicht die Frage, aber dann sind sie halt mit. Kriegst du auch in der Basisversion kriegst du für 150 mit defekten Lagern und. Oder verschlissenen Lagern, verschlissenen Antrieb. So, und dann steckst du ja nochmal 150 in den Antrieb, plus nochmal Licht musst du ran machen, dann bist du über 300 bis 400 Euro. Und ich hole mir einen XT-Laufradsatz alleine, so einen uralten XT-Laufradsatz, der auch noch einen Service braucht und diesen, das und jenes für 120 Euro. Stell dir mal vor, ich baue sowas ein in so ein Rad und dann wollen sie nicht mal 350, nicht mal 150 Euro ausgeben für das ganze Rad. Die Menschen sind noch nicht so weit. Einige haben es echt noch nicht erkannt. No. Nein. Was nicht? Was? Pumpe? Nee, ich brauche keine Pumpe. Ich brauche eine neue Kette. Neue Kette? Ja. Jo. Soll ich runterkommen? Für das Rad? Was? Für das Rad, ja? Ja, für das Rad. Machst du selber auf? Nee, ich wäre mir lieber, wenn du das machst. Okay. Weil ich habe die Werkzeuge nicht. Okay. Hier ist einfach die alte Kette auch gar nicht mehr vorhanden. Also. Kette kürzen. Voll vergessen hier. Yeah.
Pferd oder was? So, hier, funktioniert einigermaßen besser, knallt nicht mehr ganz so laut. Manchmal knallt es noch. Da. Bisschen die Kettenspannung erhöht, dann ging das, auf immer. Aber ich denke mal auch, diese Kettenblätter, diese Kettenlinie stimmt hier nicht von dem Fahrrad. Das muss mal irgendeinen Sturz, irgendeinen Unfall gehabt haben. Ist vielleicht hinter dem Bau ist ein bisschen verzogen, ist ein bisschen nach innen versetzt. Aber so, hier, die läuft vorne zu weit außen, hinten zu weit innen. Vermutlich ist es echt gestaucht, der Rahmen. So ein bisschen rübergebogen, der Hinterbau. Dadurch stimmt das alles nicht, die Kettenlinie. Weil die muss ja stimmen. Das Lager stimmt, das ist alles in Ordnung, das tippitoppi, alles gut. Ja, nur hier hinten läuft es zu weit drüben. Dadurch greift die Kette so schräg auf die Ritzel vorne und die, naja. Also für das Rad, da ist nicht mehr viel zu holen bei dem Rad, tatsächlich. Nostalgie, Ostalgie. Wenn es denn doch aber irgendwann mal verzogen ist und ja nicht mehr will, so richtig, dann sollte man doch sagen, okay, anderes Rad, fertig. Ist. Ja doch, zwei Stück. Scheibe. Ich weiß ja. Stimmt, ey. Oh Gott, nee, jetzt hast du mir wieder Angst gemacht.
Muss ich schon wieder noch mehr machen. Nicht? Los! Ich hab schon einen Staubsauger in dem Keller, wie findest du denn? Ja, frage ich auch. Hast du nicht für irgendjemanden gesucht? Bitte? Hast du nicht für irgendjemanden gesucht? Für meine Tochter. Aber das wäre nicht für deine Tochter, aber. Doch, vielleicht doch. Bitte. Vielleicht doch. Ich lasse mal her, vielleicht hast du da auch nicht unrecht.